Ja, schade. Wir versuchen es nächstes Jahr nochmal in Pori zum Jazzfestival, weil das finden wir beide auch sehr interessant. Und ja, die ganze Umgebung, die ganze Atmosphäre, Pori ist einfach genial, ne? Du hast hier in der Stadt, die von Flüssen umgeben ist, sämtliche Parks. Du bist eigentlich trotz Stadt immer im Grünen und 12 Minuten von hier bist du an der See. Hätte ich fast Ostsee gesagt, stimmt nicht ganz. Das ist Selkämeri, also Rücken, Rücken. Ja, wegen Corona geschlossen, ne? Ich meine, wir haben jetzt Anfang Mitte Juli und normalerweise ist dieser Park hier mitten in der Stadt in Pori knacke voll, ne? Solche Gastronomien hier in den Parks, die werden jetzt mehr als ausgenutzt, ausgebucht. Ja, das ist eben mit Corona, ne? Natürlich, du kannst schon alles machen. Restaurants dürfen auch eröffnen. Aber viele schaffen das aus verschiedenen Gründen eben nicht oder wollen das aufgrund, ja, aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht auch nicht, ne? Wenn da jetzt von den 140 Tischen hier fünf besetzt sind, möchte ich auch nicht Gastronom sein und das alles bewirtschaften. Also verstehen kann man es, dass solche Saisonbetriebe in dieser Saison einfach geschlossen bleiben. Ja, so sieht's aus.
Ja, ne? Rückensee. Genau, weil. Ja. Das ist der Teil davon. Auch Teile von Osaka, wo die Raum und wo wir. Also, das ist eigentlich die Küste. Die ganze Küste, ja, klar. Usekaubunki, Rauma. Was gehört noch dazu? Lovia. Also Lovia. Da, wo wir gestern waren. Ja. Ja, okay. Und Boskeri, das ist da ein Nationalpark, ne? Naturschutzgebiet. Alles gut? Ja. Mücken, ne? Hier warten die Zecken schon auf Beute. Strom? Na gut. Wir stehen hier in einem der 8 Vogelbeobachtungstürmen rund um Pori und ja, mit Fernglas oder Objektiv gelingen einem schon spektakuläre Aufnahmen.